Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Geschichtsstunde mit Weidel und Rosini. Ja, der Weidel wird euch heute, also in Oh der Mann, diesigen ey, Folge, was erzählst denn du hier schon wieder? der wird sich am Bauchnabel kratzen, okay, gut, nee. Nee, er wird euch heute über etwas aus dem Zweiten Weltkrieg berichten, ich weiß ja nicht was. Er ist da so ein altes Wrack und kann da ziemlich aus eigener Erfahrung reden. Nee, Spaß beiseite. Ja. Also, Weidel. Schon wieder irgendwas genommen? Nee. Würdest du uns etwas über den D-Day erzählen? Was kannst du sagen? Was soll ich da erzählen? Ja, wie das verlief, wieso es schiefgegangen ist. Aus welcher Sicht schief gegangen? Ja, ich weiß nur, dass die Deutschen die Panzerreserven nicht einsetzen wollten. Das weiß ich. Darum ist es von der deutschen Sicht schiefgegangen. Weil die Bomber haben das Ziel verfehlt. Darum ist es von den Alliierten scheiße gegangen. Also jetzt erzähl mal, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich bin in Sachen Zweiter Weltkrieg bin ich extrem unwissend, aber ich habe so ein Wissensbegehren, ich will das jetzt wissen. Also, er lädt los. Hopp! Mach lang hier! Erzähl! Erzähl! Nee. Ja, eigentlich, also die Idee, da könnte ich was erzählen, wenn wir dann irgendwie mal ein Spiel mit diesem Thema haben. Der gehört eigentlich nicht zu Forrest. Es ist sowas. Sag mal. Alter, der mit seiner scheiß Energie, ey. Das hat er auch noch nie gemacht, ey. Alter, bist du ne Pussy. Also erzähl was auf dem D-Day, bitte. Ich finde das extrem spannend. Ich glaube, das kommt auch recht gut bei der Community an hier. Ja. Was soll ich sagen? Ja, die Bomber sind geflogen und durch schlechtes Wetter haben sie natürlich ihr Ziel nicht gefunden. Und haben ihre Bomben halt irgendwie elendsweit im Hinterland abgeworfen. Da vorne bei den Stellungen, wo die Bodenschützen sind. Warum gab es auch so viele Tote? Genau. Ja, die Stellungen konnten ja nicht ausgeschaltet werden. Und die Schiffsgeschütze, die als Unterstützung gedacht waren, die haben auch irgendwo sinnloserweise ewig weit ins Hinterland reingerotzt, anstatt vorne auf die Küste. Deswegen Alter, hört der jetzt mal auf! sind die Soldaten, die am Strand gelandet sind, auch ins offene Messer gelaufen. Ja. Gut. Was hat der das eigentlich auch für einen Sinn mit den ganzen Juden? Also wenn man so hinter Du den. stellst jetzt wieder Fragen. Ja, mich interessiert das wirklich. Also, ich habe ja nichts gegen Juden, aber wie viel? 7 Millionen? Oder 5 Millionen? Ja, also, wieso hat Hitler Juden vergast? Weiß nie, hättest du mal selber gefragt. Ja, es wird ein bisschen schwierig. Ja, warum soll ich dir das jetzt beantworten können? Weil du da drin ein Experte bist. Ich bin da überhaupt kein Experte. Du bist ein Experte in so Sachen. Also schieß los, aber nicht zu scharf. Bin ich irgendwo noch Baumstämme rum. Hitler hat einen Schuldigen gebraucht und das waren nun mal die Juden. Weil die Juden in den Jahrhunderten vorher auch immer der Schuldige war. Aha, gut. Der hat einen Sündenbock gebraucht. Einfach so. Dann vergaß der mal 5 Millionen Juden oder was? Darf ich mal fragen, was dem Typen in den Sinn geschissen ist? Wahrscheinlich auch der Grund, warum er sich umgebracht hat, weil die Gasrechnung gekriegt hat. Ja, ist so. Ich mich jetzt anschauen. Ich hab dich nie angeguckt. Oh, tut mir leid. Ja gut, also wir bauen hier einfach mal weiter. Der Weidel, der will ja jetzt nichts über spannender Zweiter Weltkrieg erzählen hier.
Ja. Nee. Ich will nichts erzählen. Ich finde einfach nur, dass es jetzt vom Thema her nicht passt. Deswegen brauche ich mich darüber jetzt auch nicht auslassen, verstehst du? Mhm. Warst denn du schon jemals im Wald drin? Ja, logisch, war ich schon im Wald. Warst du im Wald? Okay. Ich glaube, ich mache da eine Tür rein, so. Was kannst du über uns über den Wald erzählen? Im Wald gibt es viele Bäume. Es sei denn, wir waren da, dann ist natürlich alles anders. Also ich wäre nicht drauf gekommen, dass im Wald viele Bäume sind. Das mich wahrscheinlich ein bisschen zu... Wahrscheinlich genau in den Stein rein. Können die über den Stein reinsenken. Ja, ich baue einfach durch den Stein durch. Fertig. Das kann ich ja hier. Ich kann halt durch den Stein durchbacken. So, vielleicht geht das so, wie ich das will. Nee, es geht natürlich nicht, wie ich das will. So. Nee. Ah, fucking Geräusch. So. Also, jetzt bauen wir hier. So. Das Zeugs. Komm. Bisschen. Hehe. Hellebe. Sollte passen. So schräg nach vorne. Okay, das ist super. Das finde ich genius. Eine Türe reicht, da. Oder? Reicht? Ja, ja. Gut. So. Komm schon, komm schon. Würdest du mal anschließen? Gut, dann eben nicht. Blöde Scheiße hier. Immer ich. So. Jetzt geht's ein bisschen schneller hier. Ich setze mal ein paar Blueprints. Dann können wir die auch mal... Ja, habe ich ja auch gemacht, aber ich habe sie dann gleich verbastelt. Ja, das werde ich dann auch machen. So. Das langt. Langt's? Ja. Aber ich will mal was ausprobieren. Ich will mal schnell was ausprobieren. Ich will es schnell ausprobieren. Was denn? Siehst du gleich. Das wird dir, glaube ich, noch gut gefallen. Was denn? Siehst du gleich. Lass dich über... Ah, du Scheißkackbratze. Weißt du, was ich... Was? Mann! So. Sollte passen. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja! Du blödes Stück Scheiße! Du musst, wenn nie nur Ja sagen, du musst E drücken. Ja, ich drück ja E. So. Nein. Nein! Und du musst doch das Richtige auswählen. So. Dass wir hier vielleicht so eine kleine Terrasse machen könnten. So. Mann! Hab ich nicht gerade gesagt, du musst das Richtige auswählen? Ja. So, dann machen wir uns hier schön eine Terrasse. Und kann ich dann von hier unten anschließen. So. Nee, das geht nicht. Aber... Ich mache hier eine Terrasse draus. Das wird ganz geil hier. Das wird richtig, richtig geil. Aber anschließend tut er auch nicht hier, oder? Also, das ist ein... Hey, du hast ja schon was gesetzt. Da muss ich hier, oder was? Steht der jetzt schräg? Nee. Das wird schon krumm. Der wird gar nicht krumm. Komm. Ja. Das wird gar nicht krumm. Das gibt mir schön... Fick dich! So. Krumm und schief. Nee, das nicht. C. 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 B und dann C. Ah, das wäre cool, glaub mir. So. Hier raus. Schönes Ding, du. Schöne Terrasse machen. Das ist das Ding. Nee, das sieht kacke aus. Ich glaube, wir müssen das anders machen. Das sieht wirklich homo aus. Ich glaube, wir müssen. Ja, genau. So halb in den Boden reinbauen damit. Genau, so. Das könnte jetzt ein bisschen nach unten neigen, aber... Jawohl. So. So. Und.
Und? Das. Ich weiß, dass es kacke aussieht. Aber ich will wirklich so eine schöne Terrasse hier raus, weißt du? Kann man sich hier rausstellen, morgen einen Puller rausholen und pinkeln und. Pinkelst du in Flaschen? Nee, wieso? Ja, wenn du eine Flasche rausholen willst und pinkeln. Ja, das, ich würde es mit der kleinen Vortreppe beim Haus anschließen. Kleine Vortreppe beim Haus, ja. Ja, ich weiß, aber. Bau mal die Palisade, ich ja. Dann ja, du überlegst dir dann noch was. Nee, ich genau. Überlege mir nichts, ich hab das schon im Kopf. Du hast es schon im Kopf, aber ist eine gute Idee, oder? Ja, doch, ja, doch, ja. Alter, jetzt mach doch mal. Du Scheiß. Das macht er. Das macht er extra, um dich zu ärgern, ne? Ja, wo ist das Malurchen? Da liegt da rum. Das ist ein Suizidlurch. So. Alter. Schöne Finger hast du. Schön. Ja, er kam gerade von der Maniküre. Alter, jetzt mach doch mal. Alter. Die Energie sind mal runter und der schlägt nicht mehr. Was soll denn der Scheiß? Der schlägt nicht mehr? Der schlägt. Schau mal, der kann nicht mehr schlagen. Der kann nicht mehr schlagen. Da musst du mal irgendwie was für die Energie tun. So. Tu doch mal was für die Energie. Ja, ich gehe nachher gleich pennen. Hier, es ist eh Abend. Sauf dich mal eine Cola. Sauf dich mal eine Cola. Du bist mir einer, du. So. Ja. Herzlichen Dank. Alles gefixt, ne? Ja, es ist so nett von euch, ohne Scheiß. Liebe Entwickler, es ist. Ich könnte euch so umarmen. Ich weiß, es ist noch in der Alpha-Version, es ist zum Teil verzeihlich, aber man redet sich trotzdem der Tode auf hier. Mit den Baumstämmen hier, Drecksack, Pisse hier, Mistsacke, du. Ja, du komm doch wieder mal runter. Nein! Trip, Alter. So, jetzt geh mal pennen, ist mir egal. Tag ist im Arsch. So. Tag ist im Arsch, Low Energy. Ja, mein Tag war auch im Arsch, wo du heute früh vor meinem Bett standst. Ich hab dir doch gestern Abend noch geschrieben, soll. Mein Tag war trotzdem im Arsch, wenn du früh um 8 vor meinem Bett stehst. Ich hab dir gestern noch geschrieben. Ich hab's doch gelesen. Nacht. Es ist trotzdem so. Es ist Nacht. Nein, es ist. Du bist ja am Abend schlafen gegangen. Und dann ist es klar, dass der irgendwann in der Nacht aufsteht. Wenn du jetzt. Versuch's nochmal. Nikolaus hier vor der Tür oder was? Zeugen Jehovas oder was? Oh, was sind diese Kackbohne hier? Der ist jetzt alt, den kannst du nicht mehr bringen. Ja, ich weiß. Aber der Nikolaus. Der ist ausgelutscht. Der ist ausgelutscht. Aber sprinten sie denn rum, diese. Ich höre sie. Wir hätten mal irgendwie hier draußen noch Standing Fire hinstellen müssen. Ja. Aber mach ich gleich. Irgendwas mal sieht. Platziere das mal direkt an den Ecken bei unseren Butzen da. Ich höre Musik. Da! Da. Ja, ich weiß, ich weiß. Wo ist er? Komm. Da. Liebe Eingeboren. Ich sage jetzt nichts dazu. Die hat jetzt gesagt. Ich sage, verpiss dich aus meinem. Wie du stinkst, geh dich erstmal waschen. Alter! Was ist jetzt? Das macht ja einen aus Spider-Man hier. Nein, sie möchte sich jetzt auch endlich mal waschen. Ja, komm, Schatz, ich komme mit dir. Weil sie stinkt auch. Jetzt können wir im Wasser miteinander planschen. Oh, Mäuschen, komm schon. Übrigens. Was denn? Alter! Ja, ich komme hier nicht. Ich bin fest.
Leckt mich doch ein zweiter noch, ey. Warte, ich geh mal wieder. Oh, oh, das ist noch eine Frau. Gibt's einen flotten 3 oder was? Komm, ich spring hier rauf. So. Boah. Ja, hab ich heute wieder was. Das ist ja ein Traum, ey. Hab ich heute wieder einen Aufriss, ey. La 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 la. Wie im Real Life. Vor solchen geilen Aufgaben rennst du wieder weg. Halt die Klappe! Ich will mir hier nichts einfangen. Was denn einfangen? Alter, meinst du, die haben keine Krankheiten da? So. Z, schlafen. Ich bitte dich, ich bitte dich. Nee. Die warten im Wasser auf dich. Achso, Schatzi, ich komme. Zeig nie wieder hin. Sind immer noch da unten? Oh, die können mich jetzt noch etwa mal, ey, ohne Scheiß. Die wollten dich ja, aber du bist da abgehauen. Die Alte ist immer noch da unten im Wasser und schwimmt. Dann spiel doch mit ihr. Achso, wir haben ja auch gar keinen Speer, ne? Sonst hätten wir die ja fischen können. Ja eben, die kann unter Wasser laufen. Na, alles gefixt. Ja. Jetzt ist er so schnell wieder draußen. Möpsen, 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 Möpsen. Hey, ich hab doch geblockt. Du bist... Ja, spack mich weg, du alte... Alter! Was ist denn los? Schlag doch mal zu. Tu ich ja, aber der ist irgendwie langsam. Ich schlage zu. Was soll denn der Mist? Die verreckt nicht. Die verreckt. Die verreckt nicht. Ich hau jetzt. Jetzt. Komm. Komm. Verhack sie. Was? Sie ist tot. Sie hat die Haarfarbe gewechselt. Kann ich jetzt endlich pennen? Ist eigentlich auch gefixt, ne? Ja. Stand drin. Ist alles gefixt. Alles gefixt. Ich liebe euch, ihr lieben Entwickler. Ich sehe nichts. Die haben uns nur den Speicherstand geschrottet und sonst gar nichts gemacht. Was machen? Außer Nebel über dem Wasser. Ja. Sieht schön aus, aber... Pff. Bringt's. Nee. So interessant wie ein Krautsalat. Ich liebe Krautsalat. Gut. Ja, mein Vater macht ziemlich guten. So, kann ich jetzt endlich pennen hier, ohne dass hier wieder die Hausiere rumbacken hier, spacken. Elende Scheiße hier. Speichern erstmal hier. So, speichern. Und dann pennen. Okay. Wenn wir Staubsaugervertreter hier vorne sind, oder was? Ich mache das jetzt jedes Mal, ich sag's dir. Guten Tag, Staubsaugerverkaufer. Ja, du kannst mich am Arsch lecken. Ja, aber sie sind gute Menschen, sie haben viel Geld, ja. Nein, hab ich nicht. So. Es kommt immer drauf an, wie dick das Rohr ist, ne? Hast du auch so getönt? Weil du die Striemen am Rücken geknickt hast? Halt die Fresse! Ah, übrigens, nur noch schnell zur Erklärung. Mit Staubsauger habe ich noch nichts zu tun gehabt. aber eine Klassenstufe unter mir, damals, wo ich noch zur Schule gegangen bin, da hat einer, die waren irgendwie im Schullager, ne? Und bei diesen Bungalows, die da hatten, gab es einen Staubsauger. Und das hat wirklich jemand ausprobiert. Und er hatte, also wurde mir dann erzählt, hatte 3 Tage lang Latte und hat ihn nicht mehr runtergekriegt. Oh nee!
Es ist immer noch nach... Alter, wollt ihr mich verarschen, ey? Ich mache mir jetzt erstmal ein Lurch hier. Ja, blink ploing. Kann ich mich nicht mal in Ruhe lassen hier? Nur noch Frauen, ne? Ja, yes. Aber die sind stärker geworden, das ist scheiße. Ich hab's mir zwar gewünscht, bist aber du, das ist scheiße. Bist du nicht gegen Gleichberechtigung? Für Gleichberechtigung? Ja, den weg, Bitch. Nee, es geht darum, sonst habe ich 2 Schläge gebraucht für eine Frau. Mhm. Schlägst du deine Frau im auch? Spiel. Ja, im Spiel. Ich war keine Frau. Aha, sehr gut. Es liegt mir fern. Es liegt dir fern. Ja, sind das die 2 Schläge gebraucht? Jetzt, ja. Jetzt, ne? Aha. Haust du drauf und haust du drauf? Hast du ja bei dir gesehen? Ey, fickt euch mal! Ohne Scheiß, ey! Hat der Prostata Probleme, dass er nicht pennen kann, oder was? Ohne Scheiß, wo ist die Alte? Vielleicht ist er jetzt in einem gewissen Alter, wo das halt mit der Prostata nicht mehr so geil ist. Dann muss man halt öfters aufstehen. Ah! Helle, helle, helle! Weißt du was, wenn du mich... Nicht zurück, sondern hau einfach mal drauf. Wenn du mich stalkst, dann machst du es ein bisschen falsch. Sorry. Stalk mich, die Frau. Wo ist... Hör doch mal auf mit diesem Gequietsche, das ist scheiße. Jetzt bleib doch mal... Oh. Ja, ist okay, bleib liegen. So. Alter. Was ist denn das? So ein Scheiß. Es. Mann. Fick dich! So. Jetzt, ich möchte bitte schlafen. Ich möchte bitte schlafen. Das ging aber schnell. Jetzt haben wir gepennt. Zum 100. Mal. Sicher. So, also. Weiter Bäume fällen. Weiter bauen. Heißt es jetzt. Tut mir leid, dass ich in dieser Folge nicht so viel geschafft habe. Denn ich habe Schlafstörungen. Würde ich mal was dagegen tun? Ja, nee, nicht im echten Leben. Ach so. Hier, Schlafstörung. Ach. Ja. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich wache morgen um 5 auch immer auf und einen Stock in der Hose oder was. Es ist so. Was lassen du jetzt wieder? Ich habe keine Schlafstörung, wieso? Warum wachst du dann um 5 auf? Dann auch noch mit dem Stock im Arsch. Stock in der Hose, nicht Stock im Arsch. Ich habe gesagt Stock in der Hose. Warum steckst du dir Totholz in die Hose? Das verstehe ich auch nicht. Weil diese Horsche mich jetzt gerade so aufregt. Weil die dich aufregt, steckst du dir Totholz in die Hose. Ich steck mir kein Totholz in die Hose, ich bin ein verdammter Mann, Alter. Warum hast du dann nur einen Stock in der Hose? Halt es auf die Klappe. Nee, du weißt genau wie. Warum hast du einen Stock in der Hose? Fick dich jetzt! Sag mal die Uhrzeit, so. Weißt Nein, du was? Erzähl doch mal. Nein! Ich glaube, das hat jedermann irgendwann mal am Morgen. Fast jeden Morgen. Normaler Mann steckt sich kein irgendwelches Gehölz in die Hose. Fick dich! Ach, deswegen hast du mich am Anfang von der Folge gefragt, ob ich schon mal im Wald war. Nein, ich sammle dort keine Äste und steck sie mir in die Hose. Das ist... Finde ich relativ dumm. Das kratzt übrigens. Ah, du weißt, wie das geht, oder was? Hast du da auch schon mal einen Stock in den Arsch in die Hose. In den Arsch gesteckt. Und ja, beim Militär haben wir auch Biwak gemacht. Ja.
Ich quasi, ich will nicht wissen, was ihr beim Militär alles gemacht habt. Gesoffen. Ja, und dann ist man betrunken und hat man kalt und dann hat man eine Wolldecke und dann hockt man sich ans Feuerchen hin und dann. Nee, weil wir immer Feuer gemacht haben, Mann. Wir haben jeden Tag gegrillt bei Wind und Wetter und haben gesoffen wie die Löcher und mit uns hättest du eh keinen Krieg gewonnen. So einfach ist das. Ich sag's einfach so, wie es ist. Herzlich willkommen in der Bundeswehr. Ja, logisch. Ich bin immer nur eine Freizeitarmee. Freizeitarmee. Alter! Gesoffen wie die Löcher, so. Und das Schlimmste an der ganzen Sache war, am meisten haben die von der Vorbereitschaft gesagt. Aha! Und dann auch noch besoffen rumgefahren oder was? Nein, Seid ihr das, eigentlich nein, völlig, seid ihr das, eigentlich nein, völlig das, nein, bekloppt? nein, 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 das Entschuldigung. durften sie nie. Ja, aber wenn du am Abend dich in die Hocke voll säufst, dann hast du am Morgen immer noch Promille und das über 0,5. Das hatte ich auch schon mal. Schon ein paar Mal. Und die nächste Militärfahrzeug wird von der Polizei angehalten, weil er keine Schlangenlinien fährt. Alter, das wär's. Solange du vom Flughafen keinen General abholen musst, sondern weil es nur irgendwie, was weiß ich, ein Oberst ist oder so, da pisst sich da niemand in der Hose. Aha, muss man das? Flughafen Oberst abholen. Die haben dann wieder gratis Taxi, ja? Ich sagte du. Eines Tages kommt der Tag. Oh. Ja, nehme ich auch mal gratis Taxifahrer. So, willst du in die Politik gehen? Vielleicht. Vielleicht bin ich auch so ein junger SVPler. Oh, Alter. Mich hat die Ente erschreckt. Ja, vielleicht bin ich auch so ein junger SVPler hier. Kannst du das mal lassen, Weidel? Red doch weiter und konzentrier dich nie auf mich, sondern auf die Palisade. Die Palisade. Palisade. Deine Rumgespucke, das geht mir dermaßen auf die Nüsse. Auf die Palisade. Was, ich dir den ganzen Tag ins Gesicht? Nein. Na also, dann unterlass es bitte auch bei mir. Hoffentlich rotzt du mir nicht den ganzen Tag ins Gesicht. Ich stehe nämlich nicht auf sowas. Ja, und warum machst du es dann bei mir? Das ist dann. Ich mach's. Ne, wä? Wä? Was machst du da? Was heißt denn da jetzt wieder wä? Du hast mir heute zum zweiten Mal ins Gesicht gespuckt. Entschuldigung, Echt? Fertig mit dich? musste schnell, Kotzen. Ja, musste schnell kotzen. Ja, ich musste schnell, Hast dir wieder was zu tief in den Hals gesteckt? Oh, halt doch die Fresse. Ja, das Rindsfilet gestern, das war ziemlich gut, ja. Das hat mich jetzt für den Hals. Also ich esse sowas, ich kau sowas und steck mir das nicht einfach nur so sinnlos in den Hals. Ja. Oh, du weißt, wie ich es meine. Nee. Bei mir ist es doch vorgekommen, ich komme aus dem Altersheim. Was, bei dir ist es vorgekackt? Ich habe gesagt, bei mir ist es vorgekommen, ich komme aus dem Altersheim, ich habe mir keine Zähne mehr. Two girls, one cup, hä? Two guys, one horse, oder was? Wie ging das? Two chicks, one cup oder sowas. Cup, oder? Nein, two girls, one cup. Nee, two girls, one horse. Ich hab's nie gesehen, ich will's nie sehen. Was, Pferd oder Nee, das was? Two guys, one horse, oder. Es gibt das Also in. ich meine, sowas muss ich mir auch nie angucken. Sorry. Und auf Two Girls, One Cup hätte ich eigentlich ehrlich gesagt auch verzichten können. Ja, was ist denn das eigentlich? Porno oder was? Ja, ich kenne mich in so Sachen nicht aus. Ja, ne.
nennen wir es mal Fäkalporno, ja. Fäkal. Wie der Natur, Natursekt und Kaviar oder was? Nein, mit Sekt hat es nichts zu tun. Gut. Also so, und wir sind am Ende der Folge angelangt. Das war ein Schoki-Eis. Schoki-Eis. Also der Weidel wird jetzt für mich wieder übernehmen und wird euch dann erklären, was Natursekt und Kaviar ist. Och man, das weiß doch heutzutage jeder. Nee, also wir müssen auch hier mal... Das wissen sogar Kindergartenkinder. Mami, kann ich Natursekt und Kaviar haben? Nee, jetzt werde ich böse.